guck mal, wie geil das aussieht. Hallo? Yo, was geht, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von The Solos Project hier auf meinem Kanal. Endlich mal wieder mit richtigen Game-Sound im Hintergrund. Es tut mir mega leid, ich habe es einfach total verhängt, bei OBS zu schauen, und manchmal spinnt das so ein bisschen rum und dann nimmt es wirklich den Game-Sound nicht auf. Ne? Gut. Wir begeben uns weiterhin durch die eisige Kälte von minus 17 Grad zum nächsten Zielpunkt, der noch 195 Kilometer entfernt ist. Unsere Temperatur... Okay, wir müssen uns echt ein bisschen beeilen. Ich habe keinen Bock zu sterben hier nämlich. Also, dass hier Zivilisation ihr Unwesen treibt, ist ja sowas von selbstverständlich, wenn man sich mal die ganzen Bauten und so anguckt. Klar, die Frau, dass es sie auf zumindest gegeben hat, ne? Ob sie jetzt noch leben oder nicht, das ist natürlich noch dahingestellt. Da möchte man natürlich noch keine Vermutungen anstellen, aber Technologie war für die anscheinend auch kein Fremdwort, wenn wir auch mal hier so, hier sind so Rohre, so Leitungen und so Sachen. Ich sollte mich echt ein bisschen beeilen. So, was haben wir denn hier gefunden? Das scheint wieder irgendein Sensor zu sein oder sowas. Let's go. Nehmen wir das da, ha? Und hier? Kommt das rein? Ist das gut? Nein, willst du mir sagen, es fehlt noch was? Ah, das hier. Perfekt. Sehr schön. Eine Energiequelle haben wir noch benötigt. Ja, ja, ich beeil mich. Wartet mal, Leute, ich muss unbedingt was essen, nicht, dass wir hier verrecken. Sehr schön. Und dann noch die zweite Komponente reinhauen. Brauchen wir noch mehr? Nö, das war's, oder? Das sieht doch gut aus. Doch, es fehlen noch Teile. Was? 4 von 15 Trümmern teilen? Willst du mir sagen, dass ich hier noch mehr brauche? Was haben wir hier? Ich vermisse dich, Ah, das ist der hier, von dem Typen, die Freundin wahrscheinlich. Ich vermisse dich, Maria. Immer und immer wieder höre ich deine Aufnahmen in der Nacht, höre ich deinen Aufnahmen in der Nacht zu. Wenn ich deine Stimme höre, beruhige ich mich. Es ist bittersüß wie sauer Süßigkeiten. Was? Okay, gut. Was ist denn das für ein Gepiepe hier? Ich bin noch nicht bereit, anscheinend. Baue und ver... das ist so klein geschrieben. Baue und verbessere den Transmitter, um den Release-Einheiten und die... Ich kann es nicht lesen. Das ist so klein geschrieben. Okay. Also ist es demnach noch nicht gut. Ich muss das teilen, muss ich noch weiter ausschmücken. Ich brauche Trümmerteile. Ja, aber... Hä? Als ob ich da jetzt 15 Trümmerteile noch einsammeln muss. Guck mal, was ist denn das da hinten? Oh, sag mir jetzt echt nicht, dass das diese... Dass das diese blinkenden Dinger, die man immer wieder gesehen hat, gesehen hat. Hier. Zeig mal, was ist das hier? Ah, nee, das ist noch ein Brief. Als ich tief in Gedanken wegen meinen letzten Aufnahmen war, kam Casey vorbei und sagte, dass er über seine Familie nachdachte und seinen Sohn, was der Junge während der Aufnahme sagte und malte. Sein Sohn ist jetzt fast 13. Dies ist ein Schiff mit Menschen, die wegen der Menschheit verwaist oder verwitwet sind. Okay. Ach, guck mal, hier haben wir noch was gefunden. Och nö, sag mir echt nicht, wir brauchen 17 Stück. Ah, hier haben wir ein Bild oder sowas. Ist das ein Foto? Tatsächlich. Ein Crew-Foto. Ey, die meinen das ernst. Ich muss jetzt so viele Teile von denen sammeln. Wow, aber geile Aussicht. Das da hinten ist doch fix unser, die Absturzstelle von dieser Kapsel, die wir vorhin gesehen haben. Okay, tun wir mal das Teil verbauen.
Ja, 5 von 15. Och Mann. Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass wir jetzt echt, guck mal da hinten noch mehr, dass wir jetzt echt die ganzen Teile hier sammeln müssen. Das heißt, noch 10 Stück brauchen wir. 10 ganze Teile. Da sind mehrere gerade. Das ist wirklich der Weg, von dem wir gekommen sind. Oh, von da wir gekommen sind. Oh, das war nicht so schlau. Fallschaden. Gesundheit um 66 gesunken. Ah, ich hätte die gerade aufsammeln sollen, ich Depp. Ah, nee, das sind ja so Trinkflaschen. Was ist das da? Öl. Aha, okay. Ja. Hier haben wir noch einen Teil. Sie sagten uns als Wissenschaftler, dass unsere Familien gerettet werden würden. Wenn noch irgendein Platz übrig wäre, sagten sie. Ich erzählte mir selbst, dass eine kleine Chance, meine Familie zu retten, besser wäre als gar keiner. Ich bin der Älteste auf diesem Schiff, der Einzige, der auf der Erde war. Okay, da wieder ein Foto von seiner Katze, okay. Oder von einer Katze, muss ja nicht dem seine sein. Was sagen die Vitalwerte? Die sagen, gut, mach weiter so. Ich frage mich, wenn Tag wird. Es ist ja ewig lang hier der Tag-Nacht-Rhythmus. Ich hoffe, dass es dann wärmer ist. Ist das jetzt echt unsere Aufgabe? Müssen wir jetzt wirklich... Okay. Wir müssen anscheinend wirklich das ganze Zeug hier suchen. Was sind denn das für Beben? Oh, wenigstens... Oh ja, es wird echt wärmer. Gott sei Dank. Das heißt, wir können jetzt... 10 Grad. Ja, perfekt. Jetzt können wir fast den Dings ausziehen. Den Anzug ausziehen. Lädt sich... Ah, oh, das ist eine solarbetriebene Lampe. Oder kommt mir das nur so vor? Oder wieso hat die jetzt 100% wieder? Nice. Cool, das wusste ich noch nicht. Können wir gerade mal was essen hier. Als ob hier einfach so ein Eintopf rumsteht, aber das belasse ich jetzt mal dabei. Komm, tun wir mal hier was trinken noch. Tun wir auch gerade abspeichern, wenn wir hier sind. Das geht ja hier so schnell. So, guck, sie ist so einfach, geht das schon abgespeichert. Okay, nichtsdestotrotz, meine lieben Freunde, nichtsdestotrotz müssen wir noch mehr von den Bauteilen finden. Oder muss ich das jetzt erst verbauen, bevor es mir das andere anzeigt? Das scheint mir fast so zu sein. Was ist denn das da oben? Das scheint einfach ein heller Stern zu sein. Ich meine, das sind ja keine Katzensprünge hier. Das ist ja jedes Mal ein ganz schönes Stück, was man läuft. Die können doch nicht jetzt ernsthaft von mir verlangen, dass ich jetzt 15 von diesen Komponenten sammle. Hätte ich das mal vorher gewusst. Hier verbauen wir das mal. Sechs von 15. Och Mann, das kann jetzt nicht... Ja. Soll ich jetzt einfach durch die Gegend laufen, random, und einfach hier die Insel hier absuchen? Ah, ja, wir befinden uns auch übrigens auf einer Insel, ne? Das ist mir jetzt inzwischen auch aufgefallen. Ah! Jetzt erkunde. Neues Ziel. Finde einen Weg in das Gebäude. Untersuche das Kabel. Das könnte so ein extra Ziel sein, wahrscheinlich, dass man das Ding aktiviert. Finde einen Weg in das Gebäude. Was haben wir denn hier stehen? Kreuzung der Straßen. Finde einen Weg in das Gebäude. Untersuche das Kabel. Hey, hey, hey. Wir haben doch ein Schwert vorhin gefunden gehabt, oder nicht? Schlüssel benötigt. Haben wir das nicht mehr? Hier. Nee, das zählt nicht. Schade, okay. Ein Schlüssel wird benötigt. Dann suchen wir doch mal einen Schlüssel. Guck mal, da hinten haben wir noch so einen. Ah, nee, das ist von da sind wir gekommen. Untersuche das Kabel. Ja, meinst du, ich soll dem Kabel folgen? Oder nee, das. Oder meint ihr einfach nur damit. Tschu, das hier. Oder ich folge dem Kabel wirklich mal. Warte, ich will mal gucken, was das da hinten ist.
Oh, da will ich rein. Das sieht mir nach Schätzen aus. Das ist ein Schatz. Naja, man fühlt sich hier schon ganz schön alleine. Oder man hat so das Gefühl, man ist alleine zumindest auf dieser Insel. Ah, warte, hier steht noch was. Cool, ich habe noch was gefunden. Hier liegt Mea, der Kräuterkundler. Verstorben am Alter von 35. Im Alter von 35 und Galea 20 Jahre nach dem Exodus. Was haben wir denn hier? Essbar. Eine kleine Pflanze. Die kann man essen. Doch, das scheint tatsächlich da hinten die Stelle zu sein, wo wir doch waren, oder? Ja, ja. Untersuche das Kabel. Wir brauchen einen Schlüssel. Das Schwert war es nicht gewesen. Das bedeutet, wenn mich jetzt meine Sinne nicht trüben, dass wir dem Kabel folgen müssen. Ich folge dem Kabel. Es steht ja schließlich hier, untersuche das Kabel. Dann folgen wir dem Kabel wieder zurück. Nee, oder? Kannst du mir nicht sagen, dass das oh. Nee, das führt nicht dahin, oder? Das hat nichts damit zu tun. Nee. Guck mal, wie geil das aussieht. Hallo? Scheiße! Als ob! Nein! Ich dachte schon, was soll denn das? Als ob wir jetzt da erschlagen worden sind von so einem Meteor? Von so Kometen, Mann! Nein! So ein Scheiß, tut mir leid, damit habe ich jetzt einfach mal überhaupt nicht gerechnet. Hä, warte, jetzt habe ich gerade noch was gefunden hier. Cool. Die kann man gut essen hier, glaube ich. Aber wie gesagt, Alter. Das kam jetzt so richtig auf nichts. Ich denke noch so, wie schön. Ist so geil. Warte, wo musste ich denn lang? Da unten. Werde ich da einfach abgeschossen? Also nochmal hier. Erkunden, ja. Untersuche das Kabel. Das haben wir alles gelesen schon. Hier genau dasselbe Prinzip. Jetzt habe ich den Schlüssel plötzlich. War der jetzt in der Höhle drin, in der ich eben gerade drin war? Das scheint wohl so gewesen zu sein. Okay. Ey, das war ja gerade mega. Ah, das war der Schlüssel. Ich dachte, es ist wieder so ein Relikt. Das war gerade mega geil gewesen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier so random einfach so Naturkatastrophen passieren. Guck mal, da oben fliegt was. Habt ihr das? Seht ihr das? Da ist fix was am Fliegen gewesen. Aber wir gehen wieder in eine Höhle rein. Haben wir sonst nichts zu tun. Ich hoffe, wir können da unten speichern. Ja, wer läuft nicht so eine Treppe runter? Der muss sehr starke Beine haben. Okay. Erstmal wieder ein Save Point. Nice. Also, hier haben wir wieder eine Nachricht. Lass mal das Bild angucken. Es sind so drei von diesen Dingern da. Das ist ja auf Englisch. Wieso ist denn das jetzt nicht übersetzt worden? Zeig mal hier und das auch. Ah, hier ist auf Deutsch. Erleuchtet sind die drei, die dem heiligen Licht der Himmelwesen folgen. Im Gegensatz zu den ketzerischen, ungläubigen Rebellen, die verlassen sind. Ey, man könnte meinen, ich bin Legastheniker, wenn man mir hier so beim Lesen zuliest, aber das ist so die Aufregung von der Kamera, weißt du? Das ist so der Vorführeffekt. In Wirklichkeit bin ich da ganz gut drin. Ich frage mich immer noch, was diese Kisten bewirken sollen, weil, ja, ist halt nichts drin, ne? Kann man sicher essen. Ah, wir können das abbrennen. Komm, wir machen das mal. Und dann? Nichts. Komm, wir schlafen mal. Wir haben ein bisschen Schlafmangel. Das war gerade richtig geil gewesen. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass da so ein Meteorschauer plötzlich vom Himmel runterkommt. Du.
So, hat auch wieder, es speichert auch gerade. Gesundheit, alles ist alles gut, Leben haben wir auch genug. Wir müssen hier anscheinend lang. Was steht denn hier? Zerbrechlich, benötigt Werkzeug und 8 Schläge übrig. Komm, wir nehmen ein Rohr. Ha? Haben wir gerade eins da? Was denn? Nee, warte, das geht ja nicht. Oh, wir hatten ja vorhin so ein Rohr gehabt, mit dem ging das. Mit dem Stein geht's auch nicht. Mann, wir haben ja mega viel. Da, Schwert. Ach, das geht ja auch nicht. Also gut, kann man sicher da irgendwie so einen Stein aufheben oder so. Den haben wir jetzt gerade fallen gelassen oder was? Hey, wir müssen ein bisschen Licht sparen hier. Ich nehme mal die Fackel lieber raus. Ein Werkzeug wird benötigt, um das aufzukriegen. Ja, soll ich jetzt wieder hochlaufen und ein Werkzeug holen? Oh, wir brauchen was zu trinken. Oh. Haben wir überhaupt noch was da? Ich glaube schon, gell? Ja. Perfekt. Wir haben aber nichts zum Schlagen, merke ich gerade. Mit so einem Rohr geht das, aber wir haben kein Rohr. Ich glaube, wir müssen fast nochmal rausgehen und eins holen. Mit dir, ich weiß, der liegt hier rum, aber ich kann deswegen ja trotzdem nicht drauf rumschlagen. 8 Schläge übrig. Ja, dann laufen wir halt nochmal schnell hoch, ne? Und holen uns jetzt nochmal ein Rohr. Ein zusätzliches. Weil mit einem normalen Rohr konnte man schlagen, das habe ich gesehen. Jetzt müssen wir nur mal gen Himmel gucken. Nicht, dass uns wieder hier der Himmel auf den Kopf fällt. Machen wir schnell. Das sah trotzdem mega krass aus eben. Sieht gut aus, oder? Die Musik finde ich übrigens auch mega geil im Hintergrund. So ein bisschen, ja, düsterer finde ich so. Ich gehe mal ganz wieder dahin, wo das Lager ist und dann holen wir eine Stange und dann breche ich die auf, die Tür. Irgendwo werde ich sicher noch eine Stange kriegen. Haben wir hier irgendwie Werkzeug oder so? Was ist eigentlich das da? Ist das essbar? Absorbiert Wasser, trocknet... Oh ne, okay. Ne, das brauchen wir nicht. Ich frage mich, ob man einfach sich irgendwo unterstellen kann und dass man dann safe ist. Guckt euch das an. Was ist das da? Mechanisch benötigt Werkzeug. Hey, das habe ich, das Werkzeug. Was bringt das? Zeig mal her. Ich, Utuku, der Erste der Erleuchteten, bezeuge seine göttliche Macht. Die Himmelswesen segnen uns mit Sicherheit und Leben. Was habe ich jetzt aktiviert? What the... War das jetzt schlau? Ich habe ja irgendwas aktiviert jetzt. Oh oh. Da landet irgendwas. Gebt euch das mal. Krass. Hab ich das Ding aktiviert? Oder gerufen? Hui! Boah, da gehen wir jetzt gleich mal nachgucken, was das ist. Ich hoffe, euch interessiert das auch so mega, was das ist. Aber meine lieben Freunde, wenn ihr wissen wollt, was das ist, müsst ihr bis zum nächsten Part abwarten. Ich mache jetzt hier Feierabend. Wir sind bei 20 Minuten angekommen. Ich wollte die Parts immer so einen kleinen Ticken kürzer machen, nicht immer so ganz lang. Geht halt auch schneller zu rendern und dafür ist es auch, kann ich auch Gewissheit haben, dass ich die Parts auch wirklich machen kann. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt's und ich hoffe, ihr wollt auch wissen, was da hinten gelandet ist. Und es wird auf jeden Fall morgen noch ein Part kommen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bewertet das Video ruhig. Ich würde mich, wie gesagt, über Likes und Kommentare von euch freuen. Ich schließe mit ihr alle durch. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif, habt einen schönen Abend, euer Nier und ciao.